Ja, Hallöchen, Hallöchen zusammen. Einige werden wahrscheinlich schon drauf warten. Ja. Beförderung, Beförderung bei den Paraniden. Sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir. Achso. Erstmal um Erlaubnis fragen. Und dann werden wir uns mal die Beförderung abholen. Weil wir ja so tolle Kollegen sind hier. Erfolgreich angedockt. Aufstehen, aufstehen. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Naja, das ist ja wohl das Mindeste, wa? Ich bin ja hier Polizeichef hier. Nach den ganzen Kriminellen. So, dann machen wir mal Beförderung. Plop, 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 plop. Schön, Sie zu sehen, Freund. Rang halten. Wir haben Sie und Ihre Taten mit Interesse verfolgt. Forderungen nach Ihrer Anerkennung wurden immer lauter. Ich finde Gefallen daran, euch einen neuen Rang im großen Gottesreich von Paranid zu verleihen. Wie allen Ehren, die durch die Paraniden verliehen werden, gehen auch diese mit angemessenen Privilegien einher. Doch seid gewarnt, Verrat führt nicht nur zum Verlust eurer Privilegien, sondern auch zum Verlust eures Lebens. Da wir euch für würdig erachtet haben, glauben wir jedoch nicht, dass dies eintreten wird. Geht hinfort und erfreut euch an euren Belohnungen. Einige Organisationen in unserem Reich werden euch nach unserer Entscheidung vielleicht kontaktieren wollen. Fühlt euch gesegnet und setzt eure ehrbare Reise fort. Mögen die heiligen Flammen euch den Weg weisen. Gute Reise! Ja, sehr cool, sehr cool. Zeig mal deine Lizenzen hier. Polizeilizenz, 156.000. Ich weiß noch nicht. Das wird hier sowieso ganz schön knapp werden. Gucken wir mal, Schiff kaufen. Nemesis-Angreifer. Nein! Ich liebe es, wenn man das Spiel gerade angefangen hat und die Schiffswerften können schon nichts mehr bauen, weil leer. Das nervt so ab. Weil man kann noch nichts tun. Wo soll ich jetzt 415 Höhlenteile herkriegen? Ich habe noch nichts. Aber egal. So, kostet erstmal hier nichts. Wir machen erstmal Standard 14 Millionen. Okay. Triebwerke, Gefecht oder Allround. Ich würde schon vernünftig haben wollen. Beschleunigung. Ja, das war wesentlich schneller mit Gefecht. Dafür ist Reisegeschwindigkeit. Oh ja, alles klar, Gefecht. So, Steuerdüsen. Was sind das für Wurstdinger hier? Die Allrounder, 31. Oh ja, Gefecht. Naja, das wird preislich nichts werden. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal. Nehmen wir erstmal die. Das kostet schon viel zu viel. So, die Schilde holen wir uns von den Teladi. Das ist ja nur ein paar Sprünge weg, aber wir kaufen trotzdem. Wir kriegen ja das Geld zurück, wenn wir die tauschen. So, dann haben wir 11.000 Schild. Wo sind wir? 1,5 Millionen. Oh, jetzt die Waffen. Schön. Plasma. Nein. Schrot. Strahlende Mitte, auch schön. Bzz, bzz. Ah, ich finde die schön. Aber hier 200.000 die MK2. Gut, die Pulslaser sind unten. Die sind ja schön. Das ist ja schön teuer. Strahlende Mitte. Strahlende Mitte. Ja, die machen ja Bada-Beng. 4,4 Kilometer. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Das hier, ja. Aber die sind günstiger. Ich nehme erstmal Pulslaser. Ich kann mir ja nicht so viele leisten. Oh, hohohoho. Da muss ich Stück für Stück. 1,9. Gucken wir mal, wo wir landen hier. 2,2. Ich habe 2,3. Jetzt darf alles andere muss jetzt kostenlos sein. Bitte kosten. Nee, Schutz brauche ich nicht. Die schießen bloß auf Freunde und dann kriege ich nur Ärger. Ein Landecomputer. Oh. Der passt noch.
Langstreckenscanner. Ich gucke auf Konto und sehe, uiuiui. Polizeiscanner, ne, brauche ich nicht. Handelscomputererweiterung, die brauchen wir auch. 2,3. Eieieiei. Das wird schwierig. Ich würde ja gerne noch ein paar Satelliten mitnehmen. Eine Crew sollte man vielleicht auch haben. Eine Crew. Also wenigstens so 2, 324, 339. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Und bestätigen. Boom! Und pff, sind wir wieder pleite. Das sind wir auch wieder pleite. Aber jetzt wird das Schiff ja noch nicht gebaut. Verdammt mich noch eins. Das ja doof, weil die Mats fehlen. Weil die Mats fehlen, weil die Mats fehlen. Das ist ja schön. Nachrichten. Da haben wir schon wieder Nachrichten hier schon wieder. Was sollen denn diese Nachrichten? Oh, da. Beförderung. Aha. Krieg. Ach so, das sind dann. Ja, alles klar, alles klar. Das sind ja dann diese Missionsstränge, die man da machen kann. Düpp, 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 düpp. Sehr schön. Sehr schön. Ich könnte jetzt mal zum Händlerbereich. Genau. Ich brauche doch für die Feldmatrix brauche ich nur eine. Dann kann ich doch eine Feldmatrix kann ich verkaufen. Jetzt ist schon wieder kein Händler da. Ah, ich hau ab hier. Ich hau ab hier. Ja, ich habe 14.000, das reicht. Ah, oh, schön. Schön, schön. So, jetzt heißt es warten. Warten auf den Bau, Bau, Bau. Schiffe im Bau, Bau, Bau. Ich bin ganz oben. Ja, das zeigt er mir immer an und dann baut er doch erstmal die. Höhenteile fehlen. Jetzt müsste ich. Ah, wisst ihr was? Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Zeug sammeln. Zeug sammeln. Abdocken. Ich freue mich so auf den Nemesis. Die ist ja noch nicht optimal ausgestattet. Aber damit kann ich schon wesentlich mehr anfangen. Jo, ich bin dabei. Bin dabei. Ah, komm, 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 komm. Container. Druckfilter. Meiner, meiner. Stromtor. Sündhafte Vergeltung. Sündhafte Vergeltung. Da fliegen wir jetzt mal durch und fliegen noch mal hier hin. Oha, da ist ja hier die nächste Station kaputt. Yang. Dann fliegen wir mal dorthin. Jo. So, gucken wir mal. Oh! Sie ist gleich fertig. Meine Nemesis ist gleich fertig. Dünn, dünn. Bitte, bitte. Das ist meine. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell fertig wird. Anscheinend ist gerade ein Händler gekommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Schneller. Hahaha. Nemesis. Sehr cool. Ich will aber erstmal. Ach nee, geht der hier nicht, oder? Nee. Händlerbereich, Schiffshändler.
Ja. Ich kann mal gucken, ob ich was pimpen kann. Das, was niemanden interessiert, was mir nichts bringt. Ach nee, das kostet ja auch alles immer Geld. Nee. Das lassen wir mal. Wir haben aktuell noch kein Geld. Nemesis. Wupp, wupp. Wieso lande ich nicht in meiner Nemesis? Was soll denn das? Ui, da sitzt doch ja einer drin. Mach Platz, Junge. Der Kapitän kommt. Das ist eine Waffe. Was? Schnellreise nach. Was war das jetzt wieder? Nemesis, Angreifer. So, husch, husch hier. Was? Hallo. Hallo. Na, was hast denn du für Skills? Schlechter. So. Abdocken. So, jetzt können wir mitspielen. Jetzt können wir mitspielen. Schön. Die gefällt mir. Auch wenn ich noch nicht so wendig bin, wie ich es gerne hätte und noch nicht so viel Schild habe und ach, und dies noch nicht und das noch nicht. Aber der Anfang ist getan. Das heißt, wir suchen Feinde. Da sind keine Xenon. Wir könnten ja mal zu den Kakis, da müssen wir sowieso hin. Dann, na, das ist ja hier. Ja. Autopilot Das barscht. Oh, ich liebe diesen Autopiloten. Erstmal nach da, um nach da zu fliegen. Okay. Ist in Ordnung. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich gucke lieber mal, wo mein Honigfresser hier rumschwirrt. Ah, der sammelt fleißig Nividium. Sehr schön. Na, dann wird die nächste Kohle auf jeden Fall in die Nemesis gehen und dann in neue Honigfresser. Ja, und dann in noch mehr Schiffe. Und in noch mehr Schiffe. Was ist denn das? In eine Falle geraten. Zerstöre Minen. Oh, das hätte ich ja nicht gemacht. Entschuldigung. Es ist alles immer viel so schnell. Materialbeschaffung. Piloten gesucht. Und ist jetzt ruhig? Habt ihr euch fertig gekloppt? Ja, habt ihr. Ich sehe schon, ich sehe schon. Autopilot ausgeschaltet. Fliegen wir doch mal dorthin. Und wo wollte ich eigentlich ursprünglich hin? Wir müssten jetzt. War das nicht hier? Mal gucken. Das hier stört mich schon wieder. So, da haben wir das Sprungtor. Da müsste da nicht der. Da ist er doch, der Beschleuniger. Ich verwechsel das jedes Mal. Das ist Wahnsinn. Egal wie oft ich X hier anfange, ich verwechsel das jedes Mal. Muss ich hier rüber oder über die anderen? Ich glaube, das war hier. Um in den Kark-Sektor, wollte ich gerade sagen, ist ja kein Kark-Sektor. Aber ihr wisst, was ich meine. Da, wo die Kark-Station steht. Kann es mir einfach nicht merken. Nach unbekannter Sektor. Frommer Nebel 11. Frommer Nebel 11. Ah.
Fuß hier und nochmal Bauplatz. Wie war denn das? Nee. Ich hab's vergessen. Man konnte. Oh, ich hab für den ganzen Müll. Für diesen ganzen Quark habe ich Geiz geschrieben, ja? Und jetzt komme ich selber nicht mehr klar. Aber ging das nicht so? Ne, aber einen neuen Bauplatz erstellen ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wo war denn diese Bauansicht? Das war doch hier. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Für alles. Ich überlege gerade. Ja, manchmal stelle ich mir an. Egal. Da hinten, da ist ein Beschleuniger. Kann das... Dann ist es hier schon mal nicht. Oder war das heiliges Relikt? Nee, Quatsch, da ist keine... Dann war es hier unten. Ich glaube, dann war es da. Glaube ich. So. Eingeschaltet. Ich überlege jetzt aber echt, wie war denn das? Das war über die Bauplatzverwaltung. Erreiche Frommer Nebel 2. Musste ich da echt ein Dings erstmal setzen oder was? Nee, das glaube ich nicht. Oder die haben das entfernt, kann das sein? Vielleicht sogar. Ich mach mal. Oh, was ist da? Fragezeichen? Nicht bezahlen. Will ich doch ja. Ich will den ja nicht haben. Ach komm, weg. Wie hat sich der. Oh, ich hasse diesen Filter. Ich hasse ihn. Geh aus. Das ist das Schlimmste im Spiel überhaupt, dieser Filter. Autopilot ausgeschaltet. Oh, es ist ein Gedrehe hier. So. Und hier, nee, ich bin hier schon wieder falsch. Ist ja jetzt. Da gibt's auch nichts. Hier wird sich nicht gekloppt. Moment. So. Also ich habe jetzt nochmal mein Guide-Video von 2019 angeguckt. Es ist tatsächlich so, es geht nicht mehr. Das ist ja schade. Man musste hier einfach nur auf den Sektor klicken und dann zack und dann hatte man eigentlich schon die Ansicht, aber das hat sich erledigt. Wieso geht das nicht mehr? Oder es geht erst später. Das kann natürlich auch sein. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich tun? Aber das schaut doch hier alles nicht hin. Fliegen jetzt mal erstmal halt. Oh, das. Warum geht denn das hier alles plötzlich nicht mehr? So, wir fliegen jetzt erstmal dahin. So. Tschüss, neues Schiff. Ha! Warum geht das nicht mehr? Das ist echt schade. Schade. Aber gut, es ist. Da muss man ja jetzt händisch alles erkunden. Da! Autopilot ausgeschaltet. Da! Ich wusste doch, das Ding ist hier. Das war hier, da war ich mir so sicher. Unbekanntes Objekt. Ich sollte mir vielleicht mal merken, dass hier drei Tore und
Beschleuniger sind. Piloten? Ach, das war ja hier dieser Quark-Material. Kann ich nicht, okay. Ach ja, ich weiß. Du bleibst ja mal stehen. So, dann hau ich jetzt hier voll durch. Voll in die Kark rein und werd zerlegt und... ja. Kann passieren. Übermut tut selten gut. Aber ich will ja ein bisschen Action haben jetzt hier. Deswegen bin ich doch hier. Kämpfen. Oh, die sieht man ja jetzt gleich. Die Kark-Installation. Krass. Die hat man sonst nicht gesehen. Die haben auch irgendwie die Nebel und alles verändert. Das ist ja cool. Gucken, ob das Spawn-Verhalten immer noch so ist. Ja, die sollen ja jetzt auch in irgendwelchen Sektoren erscheinen. Aber hier ist wahrscheinlich immer noch alles beim Alten. Die greifen Stationen an. Ich komme, helfe Station und kriege Rang. Und Loot. Kapusch. Container. Das war jetzt nicht der Mega-Loot. Also nicht so schlimm. So, sehr schön. Das können wir deaktivieren. Präsenz zeigen. Patrouilliere, frommer Nebel, 11. Da muss ich ja in einen anderen Sektor. Das will ich aber nicht. Nö. Nein. Ich patrouilliere. Hier. Jetzt sind sogar da hinten Stationen. Aha. Bitte, bitte. Oh, 20.000. Und ein Rang dazu. Na, sehr schön. Ja, hier könnte ich mich jetzt stundenlang aufhalten und rumballern. Dann habe ich die nächste Beförderung. Und ein paar Millionen verdient. Wenn das Spawn-Verhalten noch so ist. Wie Anno Knips. Oh. Das ist aber sehr nah. Ja, ist klar, die ballern wieder alles kaputt da, die Schiffe. Das haben die auch nicht verändert. Das verstehe ich nicht. So, müsste nicht eigentlich dein Ort irgendwo eine Station sein? Ja, und die Truppen werden jetzt gebunden bis zum St. Nimmerleinstag. Weil die Station ja nicht zerstört ist. Aber ich bin hier der Held der Nation. Was ist los bei euch? Müsst ihr mich ständig scannen? Nest, das wird, glaube ich. Das ist keine gute Idee, da hin zu fliegen. Aber der fliegt doch dahin. Ich fliege mal hinterher. Nein, das ist definitiv keine gute Idee, das zu tun. Uiuiuiui. Vielleicht sollte ich vorher speichern. Oh, ich kriege ja das Ding sowieso nicht kaputt.
Wahrscheinlich. Aber da schießt auch auf den schießt ja nicht. Oh, da ist er. Die Waffen sind alle schon kaputt, oder? Kann das sein? Ja. Das dauert. Und dann kriege ich wahrscheinlich nicht mal Rang und Kohle, weil das nicht in der Nähe von irgendwas ist. Oh, da kommt was. Ist wieder weg. Oh, abkühlen, 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 abkühlen. Ja, geht ja. War gleich bei 80%. Keine Bewaffnung mehr dran. Ja, dann hier ist er ja keiner. Da schimpfe ich über die Paraniden, dass die hier von Anfang an gleich spawn campen und das letzte Verteidigungsnest, da mache ich mich dann dran zu schaffen. Aber halt das. Bringt er effektiv ja nicht. Eieieiei. Haben wir hier irgendwo Schiffe? Ja. Oh. Da waren welche. Ach, die armen Kark. Bin mal gespannt, wie das mit den Zufallsspawns so läuft. Wahrscheinlich spawnen sie direkt in der eigenen Fabrik. Hinfort! Oh, das ist doch ja keiner. Hinfort. Na, schieß mal ein bisschen mit. Vielleicht die Hälfte geschafft. Gottes Reich von Paranid baut Verteidigung in Fromenable irgendwas. Feuer frei! Oh, so, die Hälfte haben wir. Die Hälfte haben wir. Vielleicht kriege ich ja doch was. Ich bin neugierig. Muss meine Neugier stillen. So, 39%. Oh, Schwammwächter. Komme ich hier nicht rechtzeitig hin. Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Hätte ich jetzt die ganze Zeit geschossen, hätte ich den voll erwischt, weil der hier durchfliegt. Ich glaube, ich muss noch näher ran.
Haben wir gleich. Der Gerät ist gleich kaputt. Kühlakkus auspacken. Dafür wäre wieder Schrot am besten. Schön heranfliegen und dann voll mit Schrot draufhauen. Ha, dann wäre ich schon lange weg. Ja, sehr schön. So. Abkühlen lassen, dann nochmal abkühlen lassen und dann ist fertig. Beschützer. Was hast du denn fallen lassen? Hey, du nicht. Meiner. Gleich macht's gut. Doch gleich zurück. Boom. Sehr schön. So, Loot ihr habt's schon mal kennen. Wie immer. So, dann warten wir mal einen Moment, vielleicht gibt es ja was. Aber ich glaube nicht, es war ja keiner in der Nähe. Es wurde ja keiner beschossen. Danke für Ihre Hilfe. Oh! Plus 4 Rang. 13.000. Was? Für so einen Beschützer? Ne, für Schwarmkönigin-Dingsbums-Gedönsschiff, das ich in Sekunden wegballer, kriege ich 20.000 und für die Station kriege ich 13.000. Aha. Nett. Aber 4 Ränge, dann sind wir ja schon bei 15. Ja, dann können wir doch schon an Großkampfschiffe denken, ne? Sehr schön. Also, Rangsteigerung ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das hier jetzt so schnell. Jo, es gibt natürlich Fraktionen, da ist es nicht so einfach. Also, die Paar, da ist es total easy, weil die haben einfach mal. Die haben die Kark hier. Ja? Und die spawnen hier eigentlich recht fleißig. Nur heute irgendwie nicht wirklich. Na, die kommen schon. Aber eigentlich brauche ich ja nur Kohle. So, was macht denn unser Mr. Honigfresser? Der hat jetzt 145 in Iridium. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch Geld. Ich könnte ja meine Nodan verkaufen. Ah, was habe ich vergessen? Bräuchte ja keinen Piloten. Genau, deswegen kann ich auch nicht aufrüsten und einen Piloten reinpacken. Verkaufe Schiff. 550.000. Na, will ich eigentlich nicht. Wobei. Eigentlich müsste man es auseinandernehmen. Würde man mehr Geld kriegen. Das werde ich wahrscheinlich tun. Ich werde mal. Ja, wir werden morgen da mal hinfliegen. Oder übermorgen. Oder auch gar nicht.
meine, ich finde das doof, dass die jetzt die Kackinstallation hier so und na, so doof. Dann müssen wir wahrscheinlich dahin und Xenon kaputt machen. Oder. Ach so, das ist ja das Rot. Oder mal hier war Zwilling. Hier müssten eigentlich auch die. Oh, da haben sie sich auch gekloppt. Den Datentresor haben wir. Nee, alles klar. Denn, ja, war doch sehr erfolgreiche Folge. Wir haben jetzt eine schöne Nemesis. Und die muss nur noch ein bisschen eingeschossen und optimiert werden. Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle für. Aber die kriegen wir. Die kriegen wir. Und wenn wir wieder Leichen flattern gehen. Oh. Wobei, ich weiß schon, wo ich hin will. Ja, hat die was Entscheidung. Da will ich Butterbing machen. Hier ist schon so viel erforscht. Das ist voll cool. Eine Matrix. Ja, eine Musura. Oh, da geht's schon ab. Da geht's schon richtig ab. Xenon-Überfallgruppe N. Oh. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Genau, ich bin da, wo nichts los ist hier. Irgendeine sich nicht wehrende Verteidigungsstation zerstören hier. Tss, Schisser. Nee, morgen machen wir mal richtig Action. Morgen fliegen wir mal irgendwo mal ein bisschen Action machen. Mal den Loot selber produzieren und nicht nur von anderen Stipizen. Haha, sehr cool. Jo Leute, dann viel Spaß und bis morgen. Ciao.